Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit Kampfkünste endloser Formen und den letzten beiden Herausforderungen 7 und 8. Zuerst die 7, Schäden durch thermische Ausdehnung und Zusammenziehung. Und die Elemente, die wir heute brauchen, sind Pyro und Kryo. Genau. Besiege 10 Gegner, 3 Sekunden nach Auslösen der Reaktion schmelzen. Ich würde sagen, wir nehmen Hu Tao, Ganyu, Diona und Jiangling. Ja, mal schauen, je nachdem, wie stark die Gegner sind, wird das jetzt schnell oder nicht schnell gehen. Sehe ich über dem Gefroren. Okay. Das sind so semi-starke Gegner. Autsch. Sechs von zehn, sieben von zehn. Autsch. Oh, der hat nicht gezählt, weil er rausgegangen ist. Ah, Mann. Der hat nicht gezählt, weil er einfach das Feld verlassen hat, dieser Sack. Und zack. Und zack. Was haben wir? Eine Minute? 11. Ja, es hätte schneller gehen können. Ich habe 2 Gegner besiegt, die nicht betroffen waren. Besiege 12 Mal Gegner, die von der Reaktion Schmelzen betroffen waren. Ja, ich würde sagen, das gleiche Team hat fast gut funktioniert. Nicht ganz so gut, wie ich dachte. Aber das Problem ist halt, dass Ganyus Spezialfähigkeit nicht ganz den ganzen Raum abdeckt und teilweise stehen die Gegner dann trotzdem draußen. Ey, warum die Viecher so viel leben? Die haben legit mehr ausgehalten als die Mieterschule. Oh, das reicht nicht. Der steht wieder nicht in dem Ding drin. Ah, Mist. Und wir haben keine Spezialfähigkeit. Uff. Hat doch jetzt auch einer von beiden nicht gezählt, oder? Keine Ahnung. 1 Minute 11, jetzt war es 1 Minute 22. Ja, geht besser. Aber auch Schmelzen ist eine Reaktionsart, die ich... Naja, nicht so oft benutze, ne. Hab kein vorgefertigtes Team, was gut darin ist. Was ich auch öfter spiele. Gut. Das war's auch schon. Was heißt schon? Mit der Aktion 8 Challenges abgeschlossen. Kampfkünste endloser Formen erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, bei euch lief es auch so erfolgreich. Lasst euch das Urgestein nicht entgehen. Die Aktion geht jetzt auch, glaube ich, nur noch 2 oder 3 Tage. Also ihr müsst euch beeilen. Genau, 2 Tage nur noch. Also müsst ihr euch auf jeden Fall beeilen, alles abzuschließen und euch das Urgestein zu holen. Und ansonsten sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall die Playlist in der Videobeschreibung für mehr Genshin Impact Videos. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein. Und ciao, ciao.